Irgendwas habe ich vergessen, ne? Komm her! Wir sind das Dreamteam auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um Plattenwerkstoffe oder Plattenmaterialien gehen. Ich möchte euch so ein paar Werkstoffe näher bringen, beziehungsweise so eine Grundbasis, ne? Für den Einsteiger, für den Anfänger. Ja. Und ich würde sagen... Nach dem Intro geht's weiter. Genau. Viel Spaß bei diesem Video. Und da sind wir auch wieder. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie gesagt, das soll ein Video sein für Einsteiger, Anfänger. Wir wollen jetzt nicht wirklich auf die Plattenmaterialien ganz genau eingehen, sondern wir wollen euch zeigen, was es so alles auf dem Markt gibt und was ihr damit machen könnt, beziehungsweise für was die geeignet sind. Das ganze Video ist in Kooperation mit Plattenzuschnitt 24 entstanden. Ihr kennt, das ist mein Partner, da beziehe ich meine ganzen Plattenmaterialien. Unter anderem bekommt ihr auch dort Platten nach Maß zugeschnitten. Das heißt, wenn ihr keine Tischkreissäge zur Verfügung habt, könnt ihr dort eure Plattenmaterialien eingeben auf der Homepage und könnt euch dann auf Maß Platten zuschneiden. Und auch ganz individuelle Zuschnitte, wie zum Beispiel dieses hier, das könnt ihr euch natürlich auch dort anfertigen lassen und online bestellen. Genau. Und ihr bekommt auch hier solche Zylinderröhrchen und in verschiedenen Farben, Ausführungen, kratzfest und. Also das Spektrum dort auf der Website ist wirklich sehr, sehr groß. Einfach mal vorbeischauen. Und es gibt was ganz, ganz Besonderes. Ein Rabattcode, den verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Also schaut nach, es lohnt sich. Genau, es lohnt sich. Als allererstes fangen wir mit unseren Massivholz an. Massivholzplatten gibt es in unterschiedlichen Plattenformen. Wir fangen jetzt hier mit dem Leimholz an. Leimholz ist nichts anderes, als wenn ihr mehrere Holzstreifen miteinander zusammenverleibt, dann habt ihr eine Platte und das Ganze nennt sich Leimholz. Das ist natürlich von der Qualität her so lala. Man sieht jetzt hier den Holzsplint drinnen, mal helles Holz, mal dunkles Holz. Das ist jetzt Eiche. Gibt es auch in unterschiedlichen Holzarten. Ne? Fichte vielleicht. Fichte, Eiche, Kiefer, Eiche und ich habe letztens auch Nussbaum gesehen und das sind wirklich schöne Materialien. Du findest die nicht so schön, ne? Nee. Das erinnert mich immer so an so eine Arbeitsplatte, so eine Küchenarbeitsplatte. Genau. Also. Aber die sind eigentlich, die eignen sich eigentlich ideal für den Möbelbau oder wenn du mal für die Kinder irgendwas bauen willst. Nee. Doch, doch. Das ist nicht so mein Geschmack. Als nächstes gibt es auch im Baumarkt ganz, ganz oft, das ist drei Schichten. Dreischichtsplatte, ne? Und das Ganze ist ja so ähnlich aufgebaut oder man kann sagen fast wie so eine Sperrholzplatte. Die ist auf Kreuz miteinander verleimt, nur etwas dicker, gibt es auch in unterschiedlichen Dicken. Das Ganze hier ist Fichte und so eine Dreischichtsplatte wird meistens draußen im Gartenbau verwendet, ne? Echt? Sprich, ja, Gartenhäuser werden damit gebaut, Tische. Warum? Innenausbau, es eignet sich eigentlich gut dafür, ne? Warum, weiß ich nicht, ist halt so. Okay. Ein bisschen hochwertiger als USB-Platte, aber dazu kommen wir gleich nochmal. Unsere Dreischutzplatte ist nichts anderes als wie eine Leimholzplatte, mehrere Schichten miteinander verleimt und das Ganze dann auf Kreuz. Das heißt, du hast dann drei Schichten. Kann man auch für den Möbelbau verwenden. Wahrscheinlich robuster vielleicht für draußen. Dann kommen wir zu was Schöneren oder was man eher für den Möbelbau verwenden kann oder sollte. Das ist eine... Tischlerplatte. Eine Tischlerplatte, genau. Damit habe ich ganz oft in der Ausbildung gearbeitet. Und eine Tischlerplatte ist so aufgebaut, wir haben in der Mitte auch wieder unser Vollholz, was miteinander verleimt worden ist, immer im Wechsel. Du siehst hier mit den Jahresringen, die immer im Wechsel sind, damit sich das Holz nicht so verbiegen kann. Und dann haben wir außen, auf den beiden äußeren Seiten, haben wir... Ein Schichtfurnier, ne? Genau, eine Art Sperrholz bzw. ein Schälfurnier draufgebracht. Genau, das siehst du an der Maserung, dass es ein Schälfurnier ist. So Längsfurnier, das ist, oder Sägefurnier, das ist von der Maserung her längs. Okay. Und beim Schälfurnier kannst du sehen, dass diese Maserung, das unterscheidet sich einfach dadurch. Und das ist, wie du siehst... Wie ein Apfel, genau. Und du siehst, das sieht nicht wirklich schön aus, soll es auch nicht, weil so eine Tischlerplatte wird ja, wie gesagt, im Möbelbau meistens verwendet. Sprich, da kommt dann später ein Furnier draufgelegt. Was ich gar nicht so schlecht finde. Ja, aber wenn jetzt kommt ein Furnier draufgelegt, zack, und vorne kommt dann ein Anleimer raufgebügelt und dann hast du quasi eine kleine Mogelpackung. Und jetzt fragen sich bestimmt viele, ja, aber warum denn links und rechts so ein Schälfurnier draufgesetzt? Mhm. Ganz einfach, das Holz in der Mitte arbeitet ja. Und damit man sich das dann später nicht durch ein Furnier durchsetzt, gibt es dann nochmal links und rechts eine Deckschicht drauf. Und jetzt fragen sich viele, oder du hast mich auch vorhin gefragt, ja, warum macht man denn sowas? Man kann doch gleich ein Brett Eiche nehmen. Ja. Ganz einfach, weil das hier ist ja hier Kiefer. Ja. Und Kiefer also ist günstig. Eben günstiger als Eiche. Und dann kannst du ja aus so einem Brett kannst du dir Eichenbrett 20 simulieren. Solche Furniere herstellen. Also letztendlich ist es günstiger. Ne? Nee, und es ist einfacher.
Als nächstes kommen wir zu unseren Spanplatten. Spanplatten, oder wie nennt sich das? Holzspanwerkstoffe. Genau, Holzspanwerkstoffe. Kennt wahrscheinlich jeder von euch, der schon mal ein Möbelstück zertrümmert hat für ein Sperrmüll. Und die Rückwand, das Billigholz, ist Spanplatte. Genau, und sagen viele immer, oh Gott, das ist ja gar kein richtiges Holz und das ist ja billig und dies und das. Naja, es gibt, wie gesagt, unterschiedliche Holzplattenwerkstoffe für unterschiedliche Anwendungen. Und die werden meistens für einen günstigen Möbelbau verwendet. Das sprich, ihr habt jetzt keinen Hof, dieses Möbelstück da stehen, ne? Dementsprechend ist es auch günstiger. Und solche Spanplatten ist nichts anderes als ein ganz vieler großer oder kleiner Span. Ne? Mhm. Wie jetzt hier haben wir zum Beispiel OSB, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch, haben wahrscheinlich auch die meisten Holzwerker in der Werkstatt als Werkstattwagen. Dieses Material ist sehr, sehr günstig und wird meistens eigentlich immer für den Innen- oder Außenausbau verwendet, sprich als Bodenbelag oder als Wandverkleide und, und. Natürlich wird das Ganze nochmal verkleidet, aber das ist eigentlich, ich glaube, das günstigste Plattenmaterial, was ich kenne auf dem Markt. Ja. Ne? Sieht natürlich auch nicht wirklich so schön aus. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ist ernsthaft? Ich finde es so schön. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich mag das. Jetzt ehrlich, ich kriege immer... Oh. Echt? Ja, ich mag das. Diese Optik hier gar nicht jetzt so schlimm. Also ich will nicht alles daraus haben, aber... Als nächstes gibt es dann natürlich das nochmal eine Nummer feiner. Dann haben wir unsere Spanplatte. Die gibt es natürlich auch in unterschiedlichen Stärken. Wie du siehst, ist es auch ein bisschen feiner. Mm. Das Ganze wird natürlich auch, kannst du furnieren für den Möbelbau. Mm. Oder meistens kann man die Platten sich auch fertig kaufen, beschichtet mit einem weißen Dekor. Gibt es auch in unterschiedlichen Dekore. Zum Beispiel haben wir jetzt hier Eiche oder in Buche oder in Weiß. Ne, auch mit verschiedenen Kanten dran. Hier eine Rundung oder auch vorne schon bereits mit einem Anleimer dran, der dann weiß ist. Und das sind typisch diese... Ja, Möbelstücke, die so fertig aus dem Möbelhaus kommen. Ne? Birke sogar. Birke, genau, sogar. Und als nächstes, eine Nummer kleiner, noch kleiner gehäckselt, Holzfaserspanplatte, MDF. Mhm. Abkürzung für MDF ist? Mitteldämmfaserplatte. Richtig, Mitteldämmfaserplatte. Und MDF wird meist auch für den Innenausbau verwendet, beziehungsweise auch für Lautsprecherbau. Warum, weshalb? Die Dichte ist wirklich sehr, sehr hoch. Es sind ganz, ganz viele kleine Fasern, die miteinander verpresst worden sind. Daraus ist dann eine Platte entstanden. Und es gibt die nächste Nummer, die hat dann, glaube ich, 800 Kilo pro Kubikmeter an Dichte. Der hat, HDF nennt sich das, ne? Nee, HFD meine ich. Hartfaserdämmplatte. Genau, Hartfaserdämmplatte. HFD. Die hat eine viel, viel höhere Dichte. Und das Schöne hier dran, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz feine Oberfläche. Kann man auch super lackieren und grundieren. Ist halt nochmal eine Nummer feiner. Ne? Mhm. Und das Ganze gibt es natürlich auch wieder beschichtet. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gesehen im Rückwandbereich. Ne? Mhm. Das siehst du auch hier, wieder eine Spanplatte. Und das Ganze hält wirklich nicht. Du kannst mal was zerbrechen. Billig hier sitzt hier schon die Faser. Nee, es sind keine Billigmöbel. Es ist eine... Schon. Okay. Das sind unsere Spanplattenwerkstoffe, damit ihr das mal so mitbekommen habt. Ne? Also wie gesagt, ich mag USB, mag ich nicht so. Und wir haben natürlich noch was vergessen, das sogenannte Sperrholz. Ja. Ne? Sperrholz gibt es auch in unterschiedlichen Dicken und Größen und Formen und Varianten. Beispielsweise haben wir jetzt hier Kiefer, hier ist Buche. Und was ist Sperrholz? Auch wieder über Kreuz verleimtes Holz. Und was vor allen Dingen gehört es zu den Vollholzwerkstoffen. Richtig, weil es ja auch richtiges Holz ist. Es ist kein Span oder sowas, was zerkleinert worden ist, sondern es sind wirklich Holzschichten, die über Kreuz verleimt worden sind. Und dort gibt es auch ganz, ganz viele Unterschiede für den unterschiedlichen Bereich. Beispielsweise, wenn wir eine gewisse Dicke, beziehungsweise ab 5 Schichten, nennt sich das Ganze Multiplex. Mhm. Und Multiplex hast du jetzt hier Birke in der Hand. Gibt es auch in unterschiedlichen Stärken. Wieder. Hier haben wir, glaube ich, 12 mm oder 10. Hier haben wir 18. Dort haben wir, glaube ich, ich weiß es nicht, 30. Und die kann man auch wunderbar für den Möbelbau verwenden. Na, haben wir ja, ne? Genau, wir haben daraus ein Highboard gebaut und Truhe. Eine Wäschetruhe. Ne? Mhm. Genau, das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Material, was man für den Möbelbau verwenden kann, aber auch für den Außenbereich. Und dort gibt es Siebdruckplatte. Ah ja. Kennt ihr auch wahrscheinlich bei mir in der Werkstatt meine Möbelfronten bestehen zu 90% aus Siebdruckplatte. Ne? Siebdruckplatte ist echt wasserfest, okay. Ist für den Außenbereich gedacht. Ach, stimmt. Ne? Könnt ihr im Wasser schmeißen, passiert nichts. Könnt ihr auf Auto aufbauten, Anhänger und sowas, findet ihr Siebdruckplatte. Durch dieses Druckverfahren oder was? Genau, da ist wasserfester Kleber eingearbeitet worden. Und wir haben hier oben eine, ich glaube, eine Beschichtung, eine Harzbeschichtung oder sowas. Epoxidharz ist da, glaube ich, drauf. Mhm. Ich weiß es nicht so genau, auf jeden Fall ist das Ganze wasserfest, sehr robust. Mhm.
und wird meistens für den Außenbereich verwendet. Ne? Also ein sehr, sehr gutes Material und auch sehr, sehr teuer. Ne? Was ich daran sehr schön finde, ist, dass die eine Seite glatt ist und die andere Seite rau. Okay. Das ist aber auch, zählt alles zu Multiplex. Und was ich jetzt letztens entdeckt habe auf dem Baumarkt, da war ich sehr überrascht, es gibt es auch noch nicht so lange, Multiplex, was beschichtet ist, weiß. Das heißt, wir haben hier ein Kunstdekor drauf, eine weiße Beschichtung und ja, ideal zum Möbelbau. Du nimmst den Anleimer dann hier, der ist jetzt beispielsweise in Buche, gibt es natürlich auch in Weiß, zum Raufbügeln und zack. Spart euch das Lackieren. Und versiegeln. Und jetzt wird bestimmt der eine oder andere fragen, ja, ich kann doch aber auch eine Dekorplatte nehmen von einer Spanplatte hier. Wo ist da der Unterschied zwischen den beiden Materialien? Was glaubst du? Naja, das ist ja hier dieses Vollholz und genau. Das ist ja klein gespannt und dann könnte sich das, glaube ich, verziehen, ne? Richtig. Dieses Material ist natürlich um einiges günstiger und das kann sich natürlich mit der Zeit, wenn du gewisse Möbelstücke baust, Konstruktion, kann sich das Ganze verbiegen. Oder es zieht sehr, sehr schnell Feuchtigkeit und quillt dann auf. Und bei so einem Multiplex beispielsweise hier, das ist ja auf Kreuz verschichtetes Holz, das ist ja auf Kreuz verleimtes Holz und damit kannst du ganz andere Dimensionen von Möbel erschaffen oder Konstruktion. Und dann haben wir hier nochmal eine Sandwichplatte. Nennt sich so, der Aufbau, innen, außen habt ihr eine Kunststoffplatte. Styropor, oder? Und drinnen ist Styropor. Wird meistens im Fenster- und Türenbereich verwendet. Echt? Sprich, ja, das ist dann deine Füllung, wie du da sehen kannst, in der Tür unten. Okay. Dann hast du das als Einlage drinnen und damit die Wärme halt nicht schnell verschwindet, hast du hier drinnen ein Styropor. Ist ja ein sehr, sehr guter Dämmwert, ne? Das ist eine Zellfettplatte. Für Türen? Ach so, okay. Für Türen. Also Kunststofftüren dann? Richtig, als Einsatzfüllung, ne? Gibt es auch als Holz, das heißt, die Deckschichten sind dann aus Holz. Ach, das so, ist jetzt okay. Kunststoff, gibt es aber auch als Holz. Ne? Okay. So, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen mit diesem kleinen Einblick in Plattenwerkstoffe. Ich finde, es war schon relativ umfangreich und ja, mehr geht immer. Aber ich denke, für den Einsteiger und Anfänger hat das jetzt erstmal eine gute Basis geschaffen. Genau. Und wie gesagt, denkt an den Gutschein, an den Gutscheincode unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der Rabattcode. Rabattcode, genau. Und wir würden sagen, bis nächste Woche, Freitag 19 Uhr, gibt es ein neues Video bei uns. Ja, abonnieren wieder ein. Und schaltet wieder ein. Daumen hoch. Bis dann. Daumen hoch. Ciao. Tada! 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 Oh. Nein. Hi. Hi. Wenn ihr eingeschaltet habt. Nein. Hallo. Ich sehe. Hallo. Tada! Wir schnack drehen. Nochmal, komm. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hallo. Was? Du bleibst da stehen und dann reißt du deine Hand und ziehst mich ran. Das ist doch viel cooler. Ja, aber ich sehe so weiß aus. Oh, du siehst nicht weiß aus, verdammte Axt. Boah, das war echt super eklig. Schon wunder... Das ist ja wunderbar massiv. Zack, ist es auseinander. Plattenwerkstoffe. Die Frau ist müde. So, lass das! Ihhh, auf damit! Guck in die Kamera! Auf geht's!